Die Performance von Tobias und Michelle sorgt bei den World Games für viel Wirbel. Das Duo aus Speyer rockt die Jury regelrecht aus den Stühlen und sichert sich so den Sprung an die goldene Spitze. Mein größter Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen. Wir haben geplant, über mehrere Jahre, über eigentlich die ganze Karriere, diesen Titel zu kriegen, der eben auch nur alle 4 Jahre möglich ist. Und der Traum ist in Erfüllung gegangen und somit das größte sportliche Ziel erreicht. Ein Traum, auf den die beiden schon lange hingearbeitet haben. Insgesamt 6-mal deutscher Meister, 1-mal Europameister und jetzt auch noch Gewinner der World Games. Seit 7 Jahren schwingen Tobias und Michelle schon zusammen das Tanzbein. Eine wirklich schweißtreibende Angelegenheit, denn Rock'n'Roll ist mehr als einfach nur Tanzschritte auswendig zu lernen. Rock'n'Roll ist ein super vielseitiger Sport, der aus verschiedenen Sportarten eigentlich zusammengesetzt ist. Das ist viel Ausdauersport, es ist Kraftsport für den Mann, es ist so ein bisschen Touren, Trampolin für die Frau, Sportakrobatik, Cheerleading, das ist so alles gemischt irgendwie in einem und dann kommt da Rock'n'Roll dabei raus. Alle 4 Jahre treffen sich dann die Besten der Besten bei den World Games und stellen ihr Können unter Beweis. Dabei zählen die Spiele als wichtigster nicht-olympischer Wettbewerb. Neben Kampfsport, Kraftsport und Präzisionssport ist auch das Tanzen Teil der Games. Viel Zeit bleibt den Teilnehmenden jedoch nicht. 2 Minuten, 6 Akrobatiken und diverse Tanzschritte später stand für das deutsche Duo dann der Sieg fest. Ein ganz besonderer Moment auch für den langjährigen Freund und Rock'n'Roll-Tänzer Tim Eisenreich. Also ich glaube, man muss schon sehr, sehr viel aufgeben in seinem Leben, um solche Erfolge in egal welcher Sportart zu schaffen. Und insbesondere beim Rock'n'Roll, der ja ein nicht-olympischer Sport ist, wo man nicht viel Geld dafür bekommt, sondern eher noch Geld bezahlen muss, einen Job haben muss, um das alles zu schaffen. Das kann man nur schaffen, wenn man die maximale und pure Leidenschaft für diesen Sport empfindet. Und ich glaube, das können die beiden sehr gut. Die pure Leidenschaft hat Tobias Bludau schon seit 20 Jahren für das Rock'n'Roll. Bereits im jungen Kindesalter hat der 32-Jährige mit dem Tanzen angefangen. Ich denke schon, dass es wichtig ist, die Grundlagen für den Sport sehr früh zu legen. Im Rock'n'Roll, obwohl es eine Tanzsportart ist, ist es tatsächlich auch die Kraft und die Körperstatur, die man aufbauen kann. Also je früher man beginnt, desto leichter ist es auf jeden Fall. Kraft braucht Tobias vor allem dann, wenn er Michelle bei den sogenannten Todesstürzen durch die Lüfte wirft. Die beiden vertrauen sich voll und ganz und werden auch in Zukunft weiter zusammen für viel Wirbel sorgen.